Moin und willkommen bei einer weiteren Replay-Analyse einer meiner Ranked-Games. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute nicht mit Leona gespielt, sondern mal mit Tarek. Der Grund dafür liegt ganz einfach darin, dass Leona früher gepickt wurde und ich natürlich nicht mehr die Möglichkeit hatte, sie zu nehmen. Das heißt, ich musste mal ausweichen, ein bisschen flexibler sein. Das heißt, wir werden mich heute mal beobachten, wie ich mich mit Tarek schlagen werde. Vorab gibt es noch die ein oder andere Information. Ich konnte letzte Zeit kein Video hochladen, denn ich bin noch ein bisschen erkältet und ich wollte euch quasi nicht ein Replay präsentieren, wo ich die ganze Zeit irgendwelche komischen Laute mache. Das heißt, heute klinge ich wahrscheinlich noch ein bisschen nasal, aber habe absolut kein Problem damit, hier mal zu schauen, wie ich mich in diesem Game schlagen werde. Der Fokus wird auf jeden Fall darauf liegen, dass wir uns die Laning Phase angucken, denn Tarek ist ein sehr, sehr starker Supporter, der ebenfalls sehr viel Präsenz auf der Lane zeigen kann. Sein Stun ist einfach weltweit gefürchtet. Das heißt, er schafft es auf der ersten Stufe 1,5 Sekunden lang die Gegner zu betäuben, was eine Ewigkeit bedeutet. Und er ist außerdem in der Lage, seine Verbündeten zu heilen. Das heißt, er kann aggressiv, aber auch defensiv gespielt werden und wir werden schauen, wie halt die Laning Phase abläuft, beziehungsweise wie ich mich mache, wenn es zu den Teamkämpfen kommt, denn da werdet ihr heute wirklich das Allergrausamste von Grausamsten sehen. Das bedeutet, heute werdet ihr die absoluten Fail-Teamkämpfe beobachten können und aber dabei, denke ich, eine Menge lernen, beziehungsweise ich kann nochmal alles Revue passieren lassen, weil es wirklich sehr, sehr schrecklich war. Zum einen könnt ihr sehen, dass wir uns wieder auf die Botlane begeben, versuchen den Gegner zu invaden, beziehungsweise eine Mini-Invade durchzuführen, weil wir ein bisschen gehofft haben, dass hier der ein oder andere Face-Check kommt, beziehungsweise wenn keiner kommt, dass wir gnadenlos den Red Buff stehlen werden. Das heißt, normalerweise so, dass ich immer sage 1.30 und genau bei dieser Zeit laufen wir dann los, positionieren uns dann beim Red Buff und warten gemütlich und wer die Karte beobachtet, wird feststellen, dass quasi mein Lieblingschamp hier gnadenlos Face-Check. Ich habe den Stun aufgehoben, bis sie wirklich nah bei uns dran war, habe sie dann betäubt und gnadenlos den ersten Kill an Graves abgegeben. Hier kann man wesentlich aggressiver sein, das heißt, man muss hier auf jeden Fall bleiben, versuchen den Red Buff zu machen. Ihr seht schon, Tarek läuft hier rum. Man hätte wirklich noch warten müssen, bis er in Reichweite war, damit ich meinen Stun platzieren kann, ohne entweder einen Flash zu provozieren. Ich habe jetzt da oben den Ward platziert, damit ich ganz einfach weiß, okay, was macht er denn? Er hatte mich hier nämlich ein bisschen genervt, habe hier auf HP verloren, ist aber kein Ding, denn ich konnte problemlos meinen Trank trinken und wir können es auf die Lane zurückbegeben. Hier muss ich dazu sagen, dass ich ein sehr, sehr aggressives Itembild gewählt habe, das heißt, ich bin wieder mit Schuhen gestartet um nur einen Ward. Das war ein bisschen bitter, weil wir hier keine Übersicht hatten, aber wir haben uns überlegt, dass wir etwas vorsichtiger sind, beziehungsweise auch Tarek in der Lage, wirklich einen AD-Carry, beziehungsweise auch andere Teammitglieder mit seinem Stun zu beschützen, weil er ganz einfach Reichweite besitzt, beziehungsweise dieser unnormal lang ist. Das heißt, 1,5 Sekunden sind wirklich erschreckend viel. Hier wird leider das Problem, ich konnte nicht mit dem klassischen Leona-Trick den Ward vernichten, konnte ihn nur einen Schlag verpassen und das war es bereits schon. Wie gesagt, der Fokus wird halt auf den Teamkämpfen liegen, das heißt, wir spulen hier ein bisschen vor. Die Skillung bei mir ist sehr, sehr klasse, das heißt, ich werde lediglich einen Punkt auf den Heal setzen und zunächst mein Zerschmettern maximieren, weil dadurch bekomme ich nicht nur sehr viel Rüstung und spende das auch meinen Verbündeten. Ihr seht schon, dass ich in der Lage bin, den Gegner einmal zu stunnen, dann meinen Schild zerbrechen zu lassen, was zwar meine Defensivwerte ein bisschen senkt, aber ich habe die Möglichkeit, den Gegner Schaden zuzufügen und seine Rüstung, wie man hier sehen kann, um 10 zu verringern, bereits auf der ersten Stufe und das passt halt mit Graves sehr, sehr gut zusammen. Man muss halt schauen, wie man die Fähigkeiten miteinander kombiniert, denn seine Ulti ist ja ebenfalls in der Lage, ihm Attack Damage zu geben und auch Fähigkeitsstärke, das heißt, entweder macht ihr Ulti zuerst in der Hoffnung, dass man danach das Zerschmettern macht, weil dies dann ganz einfach mehr Schaden anrichtet, weil man ganz einfach mehr EP hat. Hier hätte ich sie vielleicht stunnen sollen, ich habe das aufgehoben und wollte Ezreal stunnen, denn es ist ganz wichtig, dass man folgendermaßen vorgeht. Und zwar, wenn auf irgendeine Weise auf meinen AD-Carry engaged wird, ist es wichtig, dass man sich sofort auf den anderen AD-Carry stürzt. Das bedeutet ihn stun. Das ist der ganz normale Vorgang. Und dann muss man halt hoffen, welcher Carry besser damit zurechtkommt. Denn es macht keinen Sinn, wenn ich Leona stun würde, darauf würde sie quasi hoffen, weil sie dann in der Lage wäre, entsprechend Schaden auszuführen. Ihr habt schon gesehen, ich wollte noch ein bisschen daran. Aber das ist auch das große Problem von Tarek, dass er extrem mit seinen Mana haushalten muss. Das heißt, ich könnte mir die Freiheit nehmen, Creeps anzugreifen, um meinen Mana wieder herzustellen. Ihr seht schon, ich habe kein bisschen mehr, muss mich nun zurückporten mit Level 3. Das ist sehr, sehr früh. Und normalerweise ist meine Strategie, vor allen Dingen mit Leona, dass ich mir zuerst den Sidestone kaufe. Das bedeutet, dieses Item, was problemlos in der Lage ist, Ward kostenlos zu platzieren. Bei Tarek ist das ein bisschen anders. Da habe ich schon überlegt, zuerst auf den Philosopher's Stone zu gehen, weil ich wirklich diese Mana-Regeneration bitter, bitter nötig habe, um ganz einfach effektiv auf der Lane zu sein. Vor allen Dingen dann, wenn unser Graves stark harass. Ihr seht schon, der Gegner geht hier drauf, aber ich versuche sofort, den gegnerischen AD-Carry zu stunnen und entsprechend Schaden rauszudrücken.
ihr seht schon, der Trade war für uns wesentlich erfolgreicher, wenn man natürlich auch bedenkt, dass ich gerade von der Base zurückkam. Aber es ist wirklich sehr, sehr simpel. Das heißt, ihr müsst lediglich den Stun landen, dann euer Zerschmettern, um die gegnerische Rüstung abzuziehen und dann ist Grace in der Lage, wesentlich mehr Schaden mit seinem Bugshot anzurichten, weil ich ja die Rüstung quasi nicht durchdringe, sondern wirklich direkt abziehe. Das bedeutet, auch Teammitglieder profitieren davon. Wir schauen mal ganz kurz, wie die Werte von ihm sind. Das heißt, er verfügt lediglich über 5 Durchdringungen. Sehr irritierende Masteries scheinen das zu sein. Ist aber kein Ding. Ihr seht schon, Javan versucht uns hier zu... Uiuiui, das ging sehr, sehr schnell. Ihr habt gesehen, dass der Schadensoutput wirklich massiv ist. Hier haben wir Glück gehabt, dass er seinen Cleanse aktiviert hat. Wir konnten uns ein Problem durchziehen. Ihr seht schon, Leona verliert hier sehr, sehr viel Leben. Und wir haben uns in dieser Situation überlegt, okay, wir müssen weiter aggressiv sein. Ihr seht schon, dass der Schadensoutput enorm ist. Wenn ich den Stun lande, er seinen Bugshot bzw. seine anderen Fähigkeiten und Auto-Attack selbstverständlich, ich die Rüstung mittlerweile um 15 reduziere, dann sieht das halt, wie ihr sehen konntet, für Ezreal sehr, sehr schlecht aus. Ich habe hier auch naiverweise wirklich sehr dumm reagiert. Einerseits hatte unser Grace kein Mana, muss ich natürlich Mana aufheben und um seinem Dash quasi zu sparen, falls er in eine gefährliche Situation kommt. Und ich habe meinen Stun bzw. meine Fähigkeiten dann aktiviert, als Leona ihren Schild anhatte. Hier ist auch sehr irritierend, dass sie ihren Schild anscheinend nicht maximiert. Geht lieber auf den Stun, von dem Cooldown zu profitieren. Ist völlig in Ordnung. Das Ding ist bloß, dass es halt an sich extrem dumm war. Das heißt, ich musste auch einen Flash verschwenden, um ganz einfach wegzukommen. Ihr seht schon, ich habe nur den Philosophaston gekauft. Warte nun, weil ich mir keinen Wart leisten konnte, beziehungsweise nicht direkt, und werde mich nun auf die Lane begeben. Das heißt, ich habe zwar den Philosophaston, der mir nicht nur Mana und Lebensregeneration gibt, sondern auch das nötige Geld, um mir entsprechend die Wart zu kaufen, weil ich, wie gesagt, erstmal nicht auf den Sidestone, auf das Wart-Item gesetzt habe und entsprechend hier vorsichtig sein muss, beziehungsweise auch Tarik zur Vorsicht geraten habe, weil wir ganz einfach mit vergleichsweise wenig Wards arbeiten müssen. Wir haben den großen Vorteil gehabt, dass Ezreal sich ein bisschen verabschiedet hat. Er wird aber in geraumer Zeit zurückkommen. Und hier seht ihr schon, dass sie natürlich alleine große Probleme hat. Das heißt, ich kann einmal Stun Rüstung reduzieren. Grace macht seinen Bugshot und damit richten wir enorme Schäden an. Nun kommt eine sehr, sehr dumme Aktion. Das heißt, ihr könnt sehen, dass ich bereits Level 6 bin. Habe natürlich meine Ulti, die wirklich sehr, sehr gut ist. Das heißt, nicht nur meine Fähigkeiten in dem Sinne verstärkt und auch die meiner Verbündeten. Geht es hier nun rein, kriege ich schon den einen oder anderen Tower-Shot ab. Das war vielleicht nicht das Clever. Nun heile ich mich und werde versuchen zu diven. Und das war das große Problem, dass ich hier zunächst dann attackiert habe, als sie bereits ihren Schild aktiviert. Das heißt, der Schaden ist zwar trotzdem hoch und nun kommt eine sehr, sehr bittere Aktion. Das heißt, Grace versucht hier Abstand zu gewinnen und nun kommt die unpraktischste Ulti aller Zeiten. Bam, er schießt gnadenlos seine Ulti vorbei, was mir natürlich die Möglichkeit genommen hat, diesen Kill in irgendeiner Form schnell zu erledigen und aus dem Tower rauszukommen. Ihr seht schon, Leona war allein in der Lage, noch einen von uns zu töten, beziehungsweise auch Graves erhebliche Schäden zuzufügen, weil er sich dem einen oder anderen Towershot entgegengesehen hat. Und das war halt ziemlich dumm. Also zum einen gestunt, während sie ihren Schild anhat, das ist schon mal nicht praktisch. Und Grace hat leider seine Ulti verfehlt. Er hat sich dann noch entschuldigt, beziehungsweise ich habe mich auch entschuldigt, weil ich zu einem sehr, sehr irritierenden Zeitpunkt den Stun quasi auf sie geworfen habe. Sie hat den Schild schon aktiviert und ich hätte ganz einfach geduldig sein müssen, warten, bis er abklingt. Das dauert natürlich seine 6 Sekunden, was auch lang sein kann, weil man ja entsprechend auf die Minions hofft. Und ihr seht schon, Ezreal ist nun zurück. Aber generell kann man sagen, dass die Laning Phase bis jetzt ganz gut verläuft. Grace hat ja seine 3 Kills, hat sich bereits den Blutdurster geleistet, hat dabei auf die Schuhe verzichtet, beziehungsweise auf den Ausbau der Schuhe, das ist vollkommen in Ordnung und ich befinde mich entspannt auf der Lane und setze natürlich stark auf die Assist, beziehungsweise kann hier auch den ein oder anderen Last Hit setzen. Ihr seht schon, ab und zu benutze ich die Fähigkeiten, was natürlich auch dazu führt, dass ich pushe, war aber in dem Sinne kein Problem, weil Ezreal sehr stark underleveled war und uns den Vorteil gab, dass wir richtig viel Druck ausüben konnten. Ihr konntet schon sehen, dass ihr hier erneut die Fähigkeiten eingesetzt habe, wieder sein Schild reduziert, konnten nun es leider nicht schaffen, entsprechend viel Schaden an ihm anzurichten, aber ihr seht schon, Leona ist sofort ohne ihren Schild zu aktivieren extrem schnell draufgegangen, wenn man bedenkt, dass seine Ulti bereits 400 Schaden anrichtet und das ist halt ein schrecklich großer Wert. Ich versuche ihn hier noch zu stunnen, habe ihn auch ganz gut gekriegt und ihr seht schon, wir werden ihn hier gnadenlos zu Tode chasen. Konnten hier oder mussten hier nicht mal den Busch aufdecken. Ich versuche den Tower noch ein bisschen zu tanken und der Bugshot macht dann quasi den Rest. Das heißt, ihr könnt jetzt hier sehen, dass wir unsere Laning Phase wirklich ganz gut unter Kontrolle hatten. Der Gegner war natürlich stark im Nachteil, würde ich sagen, durch den Disconnect und dass Leona ganz einfach alleine war, beziehungsweise Tarik als einfach das absolute One-Trick-Pony ist. Das bedeutet, er muss legen
tagtäglich den Gegner stunnen, dann sein Zerschmettern aktivieren, um die Rüstung zu reduzieren und bei Bedarf auch seine Ulti, die hat einen schrecklich geringen Cooldown und 60 Sekunden auf der ersten Stufe ist gar nichts. Das bedeutet auch, euer Verbündnis ist in der Lage, mehr Schaden anzurichten, beziehungsweise die Fähigkeitsstärke wird ihm wenig bringen, aber 15 Schaden bereits auf der ersten Stufe als Bonus zu halten, ist nicht wenig, vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, dass Graves enorm gut mit diesem Schaden ganz einfach skaliert. Das heißt, ich roame hier ein bisschen rum, habe festgestellt, dass die Mitte ein bisschen Probleme hatte. Ihr werdet doch feststellen, dass dass TF wirklich da ein sehr, sehr irritierendes Itembild später einsteigt. Ich komme nun hier quasi, kann problemlos meinen Stun landen, meine restlichen Fähigkeiten, der Stun von TF kommt hier noch dazu und Graves finisht hier und erledigt somit quasi oder bekommt somit seinen sechsten Kill, was wirklich sehr, sehr viel ist. Und ihr seht schon, mit Taric kann man auch problemlos roamen, das heißt, er ist in der Lage, wirklich die Lanes zu terrorisieren, kann ankommen, kann ihm seinen Stun landen. Nicht selten wird er auch mit Schnelligkeitsschuhen gespielt, dass er wirklich auf die Lane zukommt, mit einer hohen Geschwindigkeit seinen Stun landet und dann ist es meistens mit dem Gegner vorbei, vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, dass TF natürlich ebenfalls eine Betäubung in der Rückhand hat. Das heißt, hier habe ich versucht, noch den einen oder anderen Ward zu platzieren, um ganz einfach zu ermöglichen, dass wir eine gute Sicht haben. Ich habe mittlerweile den sehenden Stein gekauft und kann somit die ganze Karte mit Wards pflastern. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass der Tower hier bereits zerstört war. Hier habe ich einfach sinnlos meine Fähigkeit aktiviert. Ich glaube, ich wollte irgendwas im Chat schreiben oder so. Oder nee, ich glaube, ich wollte hier den Ward ein bisschen ersetzen und habe statt auf die 2 auf das W geklickt, weil meine Finger sehr, sehr dick sind. Und dadurch hatte ich ein bisschen Probleme diesbezüglich. Das heißt, hier erneut konnten wir sehr viel Druck ausrichten. Ihr seht schon, der Levelunterschied ist brachial groß. Aber, wie gesagt, das ist hat in dem Sinne noch nichts zu bedeuten, denn es kommt später auf die Teamfights an. Beziehungsweise war auch Jarvan, wenn man die Gegner betrachtet, ein sehr, sehr guter Jungler. Hat jetzt hier nicht die überragenden Stats, aber konnte wirklich die Lanes gut unterstützen. Bei unserer Lane nicht ganz so effektiv. War aber auch in dem Sinne überhaupt nicht schlimm. Das heißt, ich versuche die ganze Geschichte hier erneut zu ordnen. Ich muss auch zugeben, dass mein Bruder hier auf der Toplane einen guten Job gemacht hat, kann hier auf jeden Fall starken Druck aufbauen. Auch der Jorik sieht sich hier absolut problematisch. Ihr seht schon, nun wurden wir gegankt, mehr oder weniger, beziehungsweise haben uns viel zu weit nach vorne getraut, werden hier nun gestunt. Ihr seht schon, TF muss ich hier nun rausflashen. Das ist immer das Traurige an der Ulti von Jarvan, dass man ganz einfach so leicht mit einem Flash entkommen kann. Der K6 kommt hier sinnlos dazu und nun dachte ich vielleicht, dass ich genug Schaden raushole. Ihr seht schon, ich bin sehr, sehr tanky, halte viel aus, aber das bringt mir nichts, vor allen Dingen dann, wenn K6 hier in irgendeiner Form noch engaged. Das heißt, den Tower werden wir jetzt auf jeden Fall Free Damage ertragen lassen müssen, beziehungsweise der Gegner stürzt sich nun gnadenlos auf den Dragon. Und da habe ich mich sehr geärgert, dass mein Bruder hier gnadenlos weiter gepusht hat. Ich habe ihn dann noch ein bisschen diskutiert, dass er doch hier in der Mitte hätte helfen können, weil dieser Fight, wie gesagt, sehr lange kam. Und nun kommt TF. TF ist ein relativ sinnloser Einsatz. Hat jetzt seine Ulti gemacht, hat versucht näher ranzukommen, hat es aber nicht geschafft, hier irgendjemand zu erwischen. Hat hier sein Spell gut gedodged, das muss man zugeben. Aber war hier nicht in der Lage, den Jarvan zu finishen. Dieser flasht sich nun weg und die ganze Aktion war insgesamt sehr, sehr traurig. Und das hat mich quasi doppelt geärgert, dass mein Bruder hier nicht dabei war und hier locker hätte den ein oder anderen Kill abbekommen können, beziehungsweise Druck auf das Team aufbauen, um ganz einfach zu ermöglichen, dass der Dragon nicht erledigt wurde. Graves ist hier sehr, sehr aggressiv, ich schließe mich der ganzen Geschichte an. Das heißt, wir haben uns trotzdem noch im Vorteil gesehen, hatten ja mehr Kills, haben auch wesentlich mehr Geld. Das liegt natürlich stark an dem Farmunterschied von Grace und Ezreal. Der muss quasi wirklich versuchen, wieder in das Spiel zurückzukommen. Wir laufen hier herum, sehen hier, dass Zyra gemütlich hier langläuft. Versuchen natürlich trotzdem Druck auf den Gegner aufzubauen. Das bedeutet, wir halten uns sehr, sehr lange in seinem Jungle auf, um ganz einfach seine Creeps zu farmen. Ihr seht schon, unsere eigenen setzen hier den Tower unter Druck. Das bedeutet, wir können uns zurückziehen und warten hier erneut auf unsere Gelegenheit. Zyra kommt jetzt hier vorbei und wird, denke ich, ihr blaues Wunder erleben. Das heißt, das ist auch eine sehr, sehr einfache Strategie. Zack, Stun, Rauchwolke, ich kann die Rüstung reduzieren und die Ulti von Grace ist halt extrem schlimm für den Gegner, richtet sehr, sehr viel Schaden an. Mittlerweile, ne, immer noch auf Stufe 1, aber der Schaden ist trotzdem relativ hoch, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich die Rüstung mittlerweile nach wie vor um 25 reduziere. Ich habe hier witzigerweise den Stun genommen als nächstes, das war ein bisschen bitter. Normalerweise wäre es ratsamer, den Heal zu nehmen, weil er an Fähigkeit oder an Effektivität quasi steigert. Hier habe ich sehr, sehr schlecht reagiert, aber Grace kommt hier ganz gut alleine zurecht und ich dachte mir, nein, ich will den Kill und er kann mit meinem maximierten Blenden den Gegner
quasi zur Strecke bringen. Hier ist auch ganz wichtig, er hat sich hier versucht zu porten. Ich muss hier entgegengehen, damit ich wirklich den Gegner so wenig wie möglich Zeit lasse, dass er hier in irgendwie Form in den Busch kommt. Kann natürlich selbst entkommen, das ist absolut kein Problem. Kann hier meinen Stun platzieren und mich gemütlich aus dem Weg machen. Auch Graves hat es hier geschafft zu entkommen. Das war wichtig, weil er mittlerweile wirklich viele Kills hat. Oder, nee, er wurde ja vorhin schon gefinisht. Das heißt, er hat trotzdem viel Geld an den Gegner abgegeben. Und sowas sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn man ein Spiel im Ranked oder wie auch immer antritt. Das heißt, ich spule hier mal ein bisschen vor. Ihr seht, hier gibt es ein kleines Gerange. Mein Bruder kam nun in die Mitte und hat sich dann aber auch geärgert, dass er das getan hat, weil Jorik dann dadurch Free Farm bekommen hat. Er war sehr, sehr behind, das muss man sagen. Also vom Farm her seht ihr schon, dass der Abstand relativ groß ist. Kommt aber nach und nach zurück ins Spiel. Und da war die Kommunikation halt relativ bitter. Also wir haben uns da gegenseitig ein bisschen selber geflamed, weil wir gedacht haben, okay, ja, Jorik ist jetzt hier wieder oben. Kommt jetzt mit dem Farm hinterher und ist nach wie vor ein ziemlich starker Gegner, weil er, wie gesagt, ständig zu zweit kämpft. Wir haben uns nun überlegt, hier auf die Botlane zu gehen. Graves wurde ja gnadenlos auf Guard erwischt gegen drei Mann und das war halt auch relativ bitter, zumal er hier noch einen kleinen Ward als Schutz hatte. Ich konnte dabei leider nur zusehen, weil ich einfach zu weit weg war und wie ihr sehen könnt, geht die Laning-Phase nach und nach zu Ende. Ich versuche hier noch zu pushen, um ganz einfach durch den natürlichen Druck der Minions den Tower in irgendeiner Form einzureißen, beziehungsweise auch dem Gegner nicht zu ermöglichen zu farmen. Ihr seht schon, Ezreal kommt jetzt hier dazu. Ich ziehe mich nun zurück, weil ich mir genug Geld zusammengespart habe, um die Ägide der Legion zu holen. Ein sehr, sehr wichtiges Item steht Tarik sehr, sehr gut. Und ihr seht schon, dass meine Rüstungs- und Defensivwerte allgemein extrem hoch sind. Nun, erneut wurde hier jemand auf Guard erwischt. Ich kann hier noch den Stun landen, damit wirklich der Javan hier nicht meinen Teamkollegen zu nahe kommt, platziere den einen oder Mord, um zu sehen, okay, wo laufen sie denn lang? Und nun begehe ich, glaube ich, einen sehr, sehr naiven Fehler. Das heißt, ich habe versucht, hier den einen oder anderen Wart trotzdem noch zu platzieren. Graves wird ja gnadenlos erwischt und genau das war der schlimmste Moment, oder der zweitschlimmste Moment im Spiel. Und zwar kommt es jetzt zu einem Teamfight und die Voraussetzungen für diesen sind katastrophal. Also die sind wirklich richtig schlecht und ich habe mich absolut geärgert, was mein Bruder hier vorhatte. Das heißt, ihr könnt hier sehen, dass er zunächst auf Zyra engage. Wir müssen das, glaube ich, aus unserer Sicht machen. Und zwar sehen wir gar nichts. Das ist schon mal das Allerschlimmste daran. Ich bin sehr weit weg. Kha'Zix ist relativ low, ist an sich auch sehr, sehr squishy und drückt noch lange nicht genug Schaden raus, um effektiv in einem Teamfight zu sein. Aber das Schlimmste ist wirklich, dass er wenig Leben hat. Und mich, beziehungsweise mein wichtiger Stun und mein wichtiger Buff fehlen jetzt einfach. Das heißt, mein Bruder geht hier naiverweise rein, sieht, dass die ganzen Gegner da sind und diese fokussen ihn natürlich, beziehungsweise auch Graves ist sehr, sehr nah herangerückt, sieht natürlich, dass der Gegner hier klumpt. Das ist praktisch, weil er damit ganz einfach mit seinen Fähigkeiten effektiver arbeiten kann. Aber das Positioning hier, obwohl er kurz gesehen wurde, beziehungsweise getroffen wurde, Entschuldigung, war super gut, das war richtig nice und auf jeden Fall hatte das Ganze sich ein bisschen verbaut, dazu nah rangegangen ist. Ihr seht schon, wurde jetzt nun von den Javan hochgeworfen. Mein Bruder hat jetzt gesehen, oh Gott, ich war hier extrem viel Leben, zieht sich nun zurück, aber ihr seht schon, dass hier die ganze Geschichte sehr, sehr low wird. Nun wird hier Damasia geschrien und gnadenlos, oder Demasia, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, der Schaden wurde hier ausgeteilt, auch Leona platziert nun ihre Ulti und ich komme nun dazu und das ist das Schlimmste an Tarik. Tarik hat einen guten Stun und einen guten Buff, beziehungsweise einen Debuff. Aber das war's auch. Er ist nicht in der Lage, mehr CC an dem Gegner auszuteilen. Das heißt, ich wusste gar nicht, wen ich hier stunnen sollte. Und ich glaube, ich habe hier einfach wild reingeklickt in der Hoffnung, dass ich Graves in irgendeiner Form beschützen kann. Bringt aber gar nichts. Das heißt, er ist hier gnadenlos eingekesselt, wird sich nun gleich verabschieden. Und unser AD-Carry fehlt schon mal. Und das ist ein Riesenproblem. Lee Sin hat sich auch verabschiedet. Ein Riesenproblem. Kha'Zix, der Assassin, kommt hier dazu, kann in Zyra finishen, muss aber nun schleunigst das Weite suchen. Ich versuche noch den einen oder anderen Heal zu verteilen. Ihr seht schon, das Team hat trotzdem große Probleme, aber Kha'Zix verabschieden sich nun. Und nun stehen wir quasi nur noch zu zweit. Der TF, wie gesagt, hat nicht gut gespielt. Ihr seht schon, 1-5-5. Und was kauft er sich? Majors. Und das war ein Schock für uns und das hat mich auch sehr, sehr geärgert, weil dieses Item wirklich nur dann geholt werden soll, wenn man extrem snowboard und feststellt, dass man einen großen Vorteil Gegner gegenüber hat und das war sehr, sehr irritierend und hat uns auf jeden Fall geärgert. Wir mussten defensiv sein, hatten einen großen Vorteil, dass der Gegner trotzdem Dummheit macht. Ihr seht schon, ich halte sehr, sehr viel aus, kann den Tower wirklich lange beschützen, beziehungsweise mit meinen Flächenspells entsprechend die Minion Wave clearen, was ganz einfach zur Folge hat, dass der Gegner nicht so lange tanken kann. Ihr seht schon, Tarik sage ich schon. Ich will mal Tarik sagen, das ist komisch. Ich habe nun den Stun noch nicht zur Verfügung gehabt, das heißt, ich habe ihn vorher benutzt, aber noch mein Exhaust kann nun gnadenlos den Kollegen Javan exhausten, zack,
der TF macht hier nun genug Schaden und wir haben den ersten Kill quasi for free gekriegt. Und dann, da konnte man sehen, okay, das Team ist gar nicht so clever und wir hätten die ganze Situation vorher wesentlich besser lösen können, indem wir ganz einfach nicht so naiv den Gegner. Ihr seht schon, ich konnte hier mich ranflächen, wieder den Stun platzieren und zack, TF kriegt hier den nächsten Kill, was natürlich einen großen Vorteil für seine Majors hat, okay, aber es war trotzdem nicht die cleverste Wahl, wenn man bedenkt, dass hier einige Items wirklich wichtiger und meistens auch effizienter werden. Ist aber vollkommen in Ordnung, beziehungsweise eigentlich ist es traurig, aber wir mussten damit zurechtkommen. Und nun seht ihr schon, dass ich versuche, wieder das Runenbollwerk zu holen, weil dieses Item ganz einfach extrem effizient auf ihm ist. Ich kann das Team noch mehr unterstützen, nicht nur durch mein Schild. Hier war es auch bitter, wir wollten ihn rauspullen, aber Kha'Zix hat sich immer mehr angreifen lassen. Es wäre sehr gefährlich gewesen, wenn wir den Dragon auf eine dumme Weise verloren hätten. Und nun versuchen wir halt, den Gegner in irgendeiner Form zu jagen, weil wir uns trotzdem noch ein bisschen im Vorteil sehen. Aber ihr seht schon, die Kills werden hier gnadenlos aufgeholt. Wir haben nur einen großen Geldvorteil, weil wir, wie gesagt, noch besser gefarmt haben und mehr Türme hatten. Aber die Teamfight-Situation war nach wie vor relativ bitter. Ihr seht schon, ich konnte hier noch den Ezreal auf Guard erwischen, aber er ist einfach viel zu mobil. Das heißt, wir konnten in keinster Weise irgendwas Erfolgreiches daraus machen. Das heißt, der Gegner, wir versuchten nun Druck auf den Tower aufzubauen, aber der Gegner zieht sich zurück und das ist halt richtig. Also sie haben defensiv gespielt, haben wirklich auf Fehler gewartet und das sollte man auch tun. Man sollte, wenn man merkt, dass man vielleicht ein bisschen in Rückstand war, beziehungsweise einige Lanes im Rückstand sind, immer darauf setzen, dass der Gegner einen Fehler macht, dass er arrogant wird und in irgendeiner Form quasi Gülle baut und darauf kann man sich stets verlassen, dass das passiert, beziehungsweise in fast jedem Elo-Bereich ist es so, dass man schnell denkt, ja, ich bin der Beste und dann verkackt man es gnadenlos. Das heißt, ich porte mich nun zurück, ihr seht schon, dass ich mir das ein oder andere Item holen. Wir haben den großen Vorteil, dass natürlich der Stein der Weißen wirklich einem Kohle bringt. Das heißt, mittlerweile hat er 500 generiert, was natürlich mir die Möglichkeit gibt, mehr oder weniger for free neue Items zu holen. Ich habe nun das Runenbollwerk zu Ende gebaut. Das ist äußerst effektiv auf mir, wie ich bereits gesagt habe. Gehe jetzt hier nun auf die Top-Lane, habe gesehen, dass da Grace ein bisschen sich mit dem ein oder anderen Charakter fighten wird. Und nun erneut eine kleinere Teamfight-Situation. Hier haben wir uns aber zurückgezogen. Vielleicht hätten wir wirklich aggressiver sein können, wenn man bedenkt, dass Jarvan hier unten ist und Ezreal auch relativ weit entfernt, aber mit seiner Ulti natürlich uns Probleme. Oder nee, die hat er gar nicht zur Verfügung gehabt. Also das wäre clever gewesen, hier reinzugehen. Da haben wir schon ein Selbstvertrauen verloren, wie ihr sehen konntet. War ein bisschen bitter, ein bisschen übervorsichtig und aber auch in irgendeiner Weise verständlich, weil wir besagten Teamfight davor gnadenlos verloren. Und nun kommt die nächste wirklich unclevere Aktion. Da könnt ihr euch auf jeden Fall keine Scheibe von abschneiden, beziehungsweise daraus lernen, was hier geschehen ist. Das heißt, hier könntet ihr sehen, wir müssen erneut unsere Perspektive wechseln, weil das ganz einfach alles erklärt, was passiert ist. Das heißt, hier könnt ihr sehen, dass wir den Bart hatten, konnten wir jetzt sehen, und Zyra hat quasi ihr Gesicht kurz gezeigt und nun einfach ein Blind Jump und das in drei Gegner rein mit dem CC-lastigsten Supporter im Spiel. Das heißt, sie wird es hier, ihr seht schon, Zyra ist in der Lage, ihre Spells zu landen und Kha'Zix verabschiedet sich quasi instant. Und das war ein Riesenproblem, weil wir nur noch zu zweit da standen. Mein Bruder hat sehr, sehr tanky gebaut. Das heißt, er richtet auch nicht genug Schaden an, um in irgendeiner Weise hier jemanden zu killen. Ich versuche mich hier zurückzunehmen. Ihr seht schon, dass ich tagelang trotzdem dem Geschützfeuer des Gegners standhalte, aber es ganz einfach nichts bringt und wir nun weitere wichtige Charaktere verloren haben. Auch hier ein schönes Festhalten von Zyra, die Ulti von Grace macht ja gar nichts, weil er nur die Tanky-Charaktere getroffen hat und nun verabschiedet sich wirklich einer nach dem anderen. Das heißt, die Gegner haben hier wirklich sehr, sehr schön gespielt, haben gemerkt, dass wir extrem overextended haben, vor allen Dingen Kha'Zix hat uns dazu verleitet, hier wirklich weiter reinzugehen. Da muss ich sagen, da muss ich konsequent sein, einfach sagen, okay, er ist dort, er stirbt und dann gehe ich ganz einfach, um wirklich dem Gegner nicht noch mehr Kills in irgendeiner Weise zu geben, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr tanky bin, aber was den Schaden angeht, natürlich alleine relativ schlecht dastehe als Supporter generell. Und Tarik haut vergleichsweise viel Schaden raus, wenn man es vergleicht, aber er braucht die Unterstützung der anderen, vor allem wenn man bedenkt, dass er viele Debuffs verleiht. Und wie gesagt, das große Problem hat, mit seinem Stun zu arbeiten. Das heißt, dieser ist natürlich in irgendeiner Weise effizient, das muss ich zugeben. 1,25 Sekunden mit Range und also ist kein Skillshot, ermöglicht einem natürlich viel Damage rauszudrücken. Ich muss ja ganz kurz pausieren. Nee, es geht wieder. Ah, da sah gar ein bisschen laggy aus. Okay, ist aber alles wieder in Ordnung. Das heißt, eher das große Problem, was tue ich in einem Teamfight? Hebe ich den Stun quasi auf, um irgendjemanden zu schützen? Oder hebe ich den Stun auf, um hier aggressiv, diesen aggressiv zu wenden? TF hat sich hier gnadenlos eincagen lassen, wurde nun von der Passiven von Zyra getötet.
ebenfalls sehr, sehr ungünstig. Ich kann hier natürlich gar nichts machen, weil Ezreal viel zu mobil ist. Mein Bruder war hier noch nicht früh genug da. Und das war das Problem. Der Grund, warum ich Tarik nach einer Zeit ineffektiv finde, ist ganz einfach, weil sein Stun entweder offensiv oder defensiv eingesetzt werden muss, weil der Cooldown mit 12 Sekunden schrecklich hoch ist. Also richtig hoch. Und da muss man halt entscheiden, okay, versuche ich meinen AD-Carry zu beschützen, falls ein Tank oder ein anderer aggressiver Charakter auf ihn zustürzt, oder verwende ich diesen Stun, um ganz einfach einen wichtigen Charakter des Gegners unter Druck zu setzen. Das heißt, für 1,5 Sekunden zu stunnen, in der Hoffnung, dass auch meine Teammitglieder mitmachen und entsprechend Schaden während dieser Betäubung raushauen, um diesen Charakter aus dem Spiel rauszunehmen. Und das ist halt relativ schwierig, weil man sich ganz einfach auf andere verlassen muss. Und wenn ich diesen Stun lande oder aktiviert habe, kann ich nichts mehr. Also was heißt hier nichts mehr? Ich habe noch meinen Debuff, okay, ich kann noch einen Heal machen, das ist auch ganz nett. Aber ich habe nicht direkt die Möglichkeit, meinen AD-Carry auf irgendeine Weise zu unterstützen, außer vielleicht mit meinem Exhaust. Aber der Cooldown davon ist halt schrecklich hoch. Und nun kommt, denke ich, eine sehr, sehr gestörte Aktion. Das heißt, der Gegner ist hier auf jeden Fall in der Lage, Druck aufzubauen. Ne, beziehungsweise, das dauert doch ein klein bisschen, hier habe ich ein bisschen verlabert. Ihr seht schon, Grace ist sehr, sehr stark. Er schafft es im 1 gegen 1, beziehungsweise im knappen 2 gegen 1, den Gegner zu nerven. Ich konnte mich hier nicht porten, weil Ezreal mich genervt hat. Das war relativ lustig. Aber natürlich trotzdem bitter, weil wir gedacht haben, okay, wir müssen hier effektiver arbeiten. Wir müssen die Teamkämpfe weiter gewinnen, weil wir haben das Problem, oder was heißt ja weiter gewinnen, müssen wir überhaupt mal einen gewinnen, weil ihr seht schon, der Gegner holt an Kills und an Geld auf und das beflügelt diese natürlich und demotiviert uns. Und ihr seht schon, dass wir nun versuchen, in irgendeiner Form den Dragon zu verteidigen, beziehungsweise der Gegner diesen zu baiten. Ich platziere den einen oder Ward, um natürlich dem Gegner zu sehen und dann effektiv arbeiten zu können. Ich habe mir meinen Stun über die Mauer platziert, aber das war quasi nur zur Abschreckung da. Und nun werden wir gleich, denke ich, den letzten Teamfall beobachten. Ich spule mal ein bisschen vor, weil ich merke schon, dass mein Rechner wieder große Probleme mit dem Speicher hat. Und das halt, das war das Schlimmste von allen. Er wurde bereits schon off-guard erwischt. Kriegt ja noch die Ulti als Erster, was natürlich schreckliche Schäden anrichtet. Und mich hat es extrem genervt, da gebe ich auch zu, da war ich sehr emotional, dass TF hier wirklich neben seiner Spielweise auch, ich weiß nicht, also auch, ich war relativ doof da. Das heißt, ich habe mich von ihm provozieren lassen. Er hat doch gesagt, Tarik, Mensch, engage doch einmal einen Teamfight. Gut, das habe ich dann auch getan. Das heißt, ich drehe mich gnadenlos um, extrem dämlich, versuche jetzt quasi ein wichtiges Ziel rauszunehmen und konnte jetzt hier Ezreal stunnen. Ist das Ezreal? Ja, genau. Das war natürlich eigentlich, dachte ich, relativ gut, weil er seinen Essence Slugs benutzt hat. Und ihr seht schon, dass mein Team sehr, sehr low ist und überhaupt nicht engagen kann. Das war extrem dämlich. Ich versuche nun hier möglichst viel Schaden rauszuhauen. Kriege zwar viel Damage ab, was ganz gut ist, weil ich den Schaden entsprechend tanke, aber mein Team klumpt halt hier, beziehungsweise hält sich teilweise zurück und Leona macht jetzt hier eine wunderschöne Ulti. Ihr seht schon, dass sie unsere beiden wichtigen Charaktere gestunnt hat. Mein Bruder war ja relativ nutzlos, weil er sehr, sehr viel Leben gemisst hat. Ihr seht schon, Zyra in der Lage, beide richtig krass, viel krasser, Alter, meine richtig viel Schaden zuzufügen. Auch, das sah sehr, sehr buggy aus. Das hat mich irritiert. Wahrscheinlich, ich glaube, eigentlich hätte es jetzt in den guten alten Graves erwischen müssen. Hat, glaube ich, noch Schaden gekriegt. War ein bisschen seltsam, okay. Aber, wie gesagt, Teamfight gnadenlos verloren durch meinen Fehler, dass ich sinnlos reingegangen bin, nicht geguckt habe, mich habe provozieren lassen. Und dadurch haben wir das Spiel gnadenlos verloren. Da bin ich ehrlich, das war der absolute Fehler. Vielleicht hätten wir es in irgendeiner Form noch rumreißen können. Wie gesagt, wir hatten nicht die effektivsten Charaktere dabei. Mittlerweile hat TF, seinen Majors verkauft und sich das ein oder effektivere Item geholt. Aber ihr seht schon, wir haben ja keine Chance, wurden nun geaced. Und ich muss auch ehrlich sein, mein Bruder und ich haben uns hier gnadenlos zu Tode geflamed. Das war extrem ärgerlich, hat mich super genervt und ich denke, ich werde versuchen, mich dahingehend zu bessern. Denn, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt und ich war da, glaube ich, krank. Keine Ahnung, ich kann jetzt Ausreden suchen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Laning Phase war vollkommen in Ordnung. Und wenn man es in Teamfights nicht schafft, effektiv zu sein, beziehungsweise auf eine sinnlose Weise, einmal durch meinen Bruder, einmal durch mich zu engagen, dann verliert man die ganze Geschichte. Und das wollen wir natürlich nicht. Gut, ich hoffe, ich konnte etwas lernen. Das war natürlich ein bisschen Fail. Aber aus den Fails lernt man ja am meisten. Haut rein und viel Spaß im Ranked.